Hallo, servus, grüß euch aus meiner Werkstatt. Ich möchte heute ein Projekt ankündigen. Ich habe was vor, ich möchte was Neues bauen. Was Neues an Massey Ferguson hinbauen. Das möchte ich euch heute ankündigen. Also ich habe Großes vor, ne, Großes nicht. Zumindest Schweres vor. Ihr seht schon, ich habe hier zwei Joysticks liegen. Zwei Hydraulik-Joysticks. Ein 1, 2, 3, 4, 5 Kanal Hydrauliksteuergerät. Zusätzlich hier noch so ein Handhebel. Bautenzüge und noch anderes Zubehör. Das ist das erste, was ich jetzt bekommen habe. Ich warte noch auf andere Teile. Ich möchte mir einen Frontkraftheber anbauen. Und gleichzeitig möchte ich die hydraulische Heckenschere über die Joysticks steuern können. Ich habe das Ganze so geplant, dass ich die Heckenschere von innen steuern kann. Also ich habe da keinen Bock mehr, dass ich dieses jetzige 4-Kanal-Steuergerät von der hydraulischen Heckenschere immer hinten einen Anbau hochheben muss, festschrauben muss und so weiter. Das Steuergerät wiegt enorm viel. Das muss ich jetzt mal durch diesen engen, also zwischen, wenn ich es angebaut habe, habe ich ja nicht viel Platz da reinzugehen, muss ich jetzt mal hochheben, da hinhängen irgendwie, mit die Schläuche hantieren und so weiter. Ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Ich möchte hergehen, möchte die ganzen Schläuche nehmen, ankuppeln über die Schnellverschlüsse und dann soll das Ganze funktionieren. Folgedessen habe ich mir jetzt hier ein 5-Kanal Steuergerät von Granit gekauft. Zwei Joysticks. Über den einen Joystick möchte ich den Frontkraftheber betätigen und gleichzeitig die Heckenschere über die anderen Joysticks. Der hier betätigt mir die Heckenschere ein-aus, beziehungsweise vorwärts und rückwärts, und das ist halt dann so eine rastende Stellung, die ich da eingebaut habe, oder der ist mit der rastenden Stellung konfiguriert. Die anderen vier Kanäle sind doppelwirkende Kanäle. Dann haben wir hier noch eine Druckweiterführungsdüse, weil ich ja schon bestehende Steuergeräte verbaut habe und das ein Zusatzsteuergerät wird. Dann habe ich hier am Steuergerät einen Druckausgang. Ich habe einen Druckeingang von der Pumpe kommend, einen drucklosen Rücklauf und eine Druckweiterführung. Und diese Düse ist nichts Besonderes. Das ist eine Druckweiterführungsdüse. Nichts Großes, die verkleinert bloß den Querschnitt, so schaut die aus. Was anders macht diese Düse nicht, ist aber eins der wichtigsten Bauteile dafür. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also ich möchte es nur mal dazu sagen. Mir fehlen noch viele Teile. Mir fehlt der Frontkraftheber noch. Ich habe den schon bestellt. Mir fehlt die ganzen Hydraulikschläuche noch. Die bestelle ich erst, wenn es soweit ist, dann. Also mir fehlt hauptsächlich der Frontkraftheber, noch ein paar Metallteile. Ich habe noch ein paar Stahlteile bestellen müssen, wie Stahlplatte und so weiter. Und dann können wir damit loslegen mit dem ganzen Projekt. Das ist jetzt eben bloß die Ankündigung mal, dass es losgeht. Und das Ganze mache ich deswegen, weil ich einfach noch ein paar Fragen habe. Und da hoffe ich, dass ihr mir dabei helfen könnt. Weil das Ganze ist halt doch sehr umfangreich. Und gemacht habe ich es auch noch nie. Deswegen hoffe ich, dass ich auf euch zählen kann und ihr mir da ein paar Hinweise gebt, ob das jetzt von der Planung her so richtig ist, wie ich es vorhab oder nicht. Oder wie es ihr anders bauen würdet. Ich würde das Ganze dann in meine Planungen, also in meine Vorplanung jetzt einmal mit einfließen lassen und einmal überlegen, ob das so hinhaut oder was ihr geschrieben habt. Ich kann nur nichts dazu sagen. Das ist jetzt erst einmal, sobald ich die Teile habe, lege ich los. Aber so ein Frontkraftheber kommt per Spedition, da dauert es halt einmal länger, bis der kommt. Der ist neu, ist aber ein besonderer, sag ich mal schon. Also ist jetzt halt einer, der jetzt halt keiner mit zwei Hydraulikzylinder, sondern der hat nur einen Hydraulikzylinder in der Mitte.
Der wird vorne angebaut an die Aufnahme von Massey Ferguson einfach. Aber das zeige ich euch alles, wenn es soweit ist. Da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Wird auf jeden Fall spannend, weil ich noch nie ein Video über den gesehen habe, über so einen Frontkraftheber. Über den jetzigen, den ich gekauft habe. Ich bin da auf euch angewiesen. Ihr seid eine gute Community. Ihr schreibt viel, ihr diskutiert viel, ihr gibt mir oft wertvolle Tipps. Leider sind die Tipps halt erst immer im Nachhinein, wenn ich schon gemacht habe, sinnvoll. Also beim nächsten Mal könnte ich es besser machen. In dem Fall mache ich es jetzt andersherum, deswegen mache ich so ein Ankündigungsvideo, dass ich das vorhab und bin auf eure Tipps gespannt und kann es dann eben in die Planung mit einfließen lassen. Jetzt schreit der Kater schon wieder. Oh, heute regnet es, heute kann er nicht raus. oder heute geht er nicht raus bei Regen. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt, bevor wir lang weiterreden, gehen wir mal raus zum Massey Ferguson, schauen uns das Ganze an und zeige ich euch noch was bei der Heckenschere. Und da bin ich dann auf eure Meinung gespannt. Also, so schaut jetzt das im Traktor aus hier. Also es wird für mich das Einfachste sein, ich baue das hier an. Und hier ist jetzt das Problem, naja gut, man kann schon noch rüber gehen. Der müsste fast hier jetzt mittig sein, weil im Weg hat er ja auch. Ohne dass ich es anhaue an der Tür. Weil wenn ich hier zu nah zur Tür gehe. Schwierig. Und der zweite dann eben hier daneben. Der ist dann richtig im Fahrbereich drin. Oder ich setze das Ganze weiter runter. Ja, wie würdet ihr das machen? Also da bin ich noch nicht schlüssig. Wie ich es festmache, weiß ich. Man könnte es jetzt auch hier sagen, ich setze das hier so weiter runter und hier so weiter runter. Dann würde das auch gehen. Dann würde es also auch gehen, wenn ich hier das bewege. Der wäre halt jetzt einfach weiter unten angebracht. Also von der Höhe, wie sind die in anderen Traktoren angebracht? Oder sind die jetzt echt hier vorne angebracht? Aber da habe ich ja so einen langen Weg, wenn ich die jetzt hier vorne hinbaue. Und vor allem müsste ich ja zwei anbauen, also wo habt ihr die angebaut? Ja, wo sind die bei euch so verbaut? Das frage ich mich halt schon die ganze Zeit. Also mir fehlt da einfach jetzt irgendwie die Idee, mit dem Platz auch. Der 254er ist ja nicht gerade ein Raumwunder. Der ist ja doch ein bisschen beengt. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich setze einen hier rüber und den anderen da, aber dann, wenn ich hier so links und rechts so hier da sitze, wer lenkt dann einen Traktor? Das geht auch nicht. Hier, wenn ich ihn hinbaue, wo er jetzt ist, also hier drüben so ungefähr, sage ich mal, da sitze ich halt bequem da und kann den bequem steuern. Das wäre halt jetzt für mich wieder ein Vorteil. Also wenn ich den jetzt hier so vorne hinbaue, dann wäre wahrscheinlich das Einfachste. Und wahrscheinlich auch am wenigsten störendste. Gut, das wäre jetzt Punkt 1, wo ich mal unschlüssig bin. Mit den Hydraulik-Bautenzügen ist es so, ich möchte hier durchbohren. Also die gehen nach unten. Ich möchte jetzt nicht hier in der Kabine hier entlang gehen, dass wir mal wirklich noch in der Bremse im Weg sind oder beim Gas geben oder so weiter. Oder ich, wenn ich in die Tür einsteige, hier drüber falle. Wenn dann hier der Joystick hinkommt, möchte ich den Kotflügel hier anbohren und möchte dann die Bautenzüge hier reinlegen. Dann komme ich hier im Reifen, also im Kotflügel vom Reifen an und gehe dann unter die Kabine unten entlang und komme dann hier an der Stelle an. Und am liebsten wäre es mir, wenn ich hier das Steuergerät verbauen könnte. Natürlich ist das jetzt ein Mords-Oschi. Ein Steuergerät, also so ein 5-Kanal ist ja nicht gerade leicht und klein. Also im Endeffekt irgendwo hier möchte ich es verbauen in dem Bereich. Hier habe ich die Hydraulikpumpe und hier ist ein 16 mm Rohr. Das ist das Druckrohr von der Hydraulikpumpe kommen, also abgehend. Das muss ich aufschneiden. Könnte dann hier meinen Anschluss reinsetzen, könnte auf das Hydrauliksteuergerät draufgehen
Und der Rücklauf, der ist ein bisschen versteckt. Der Rücklauf, das ist die Ölablassschraube von der... Also der hat insgesamt hat der 2 oder 3 Ölablassschrauben für die Hydraulikflüssigkeit bzw. Getriebeflüssigkeit und in eine würde ich reingehen. Das wäre dann mein druckloser Rücklauf, den würde ich nehmen. Und mit dem dritten Anschluss würde ich auf das, was wieder hintergeht, mit der Druckweiterführung wieder nach hinten gehen zu dem hinteren Steuergerät. Also das wäre jetzt so meine Idee, dass ich hier jetzt das Steuergerät hier verbaue. Kurze Wege und gleichzeitig kann ich hier die Anschlüsse nach vorne legen bzw. von der Heckenschere vielleicht sogar hier lassen und plus 2 für den Frontkraftheber nach vorne legen, je nachdem, also da bin ich auch noch nicht schlüssig, wie ich das mache. Wir haben ja insgesamt 5 Kanäle, das heißt, ich habe 10 Hydraulikleitungen, die ich nach vorne verlegen muss. Das ist natürlich dann schon so ein Bündel. Da muss ich dann auch schauen, ob es mit der Lenkung, ob der Reifen nicht im Weg ist und lauter so Sachen. Also ich habe hier noch einiges vor mir. Würdet ihr das auch so machen, dass ihr das da auch verbaut? Würdet ihr es eher da unten reinbauen? Wie würdet ihr das mit den Hydraulik-Schläuchen machen? Würdet ihr Rohre biegen? Würdet ihr Schläuche nehmen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Rohrbiegegerät. Die sind auch, ehrlich gesagt... Also ich kenne auch keinen, der jetzt eins hat. Ich hätte es vorgehabt, dass ich normale Schläuche nehme und die nach vorne lege. Die Hydraulikschläuche. 12L oder was das sind. Also 12 leicht. Hätte man vorne einen Anschlussblock hingebaut, wo ich dann die ganzen Leitungen anschließen könnte. Den Hydraulikanschlussblock zumindest. Also mindestens 2 Anschlüsse brauche ich für vorne, für den Frontkraftheber. Die Heckenschere könnte ich sogar hier vorbeilegen, da sind die Schläuche 1,50 Meter lang. Könnte ich theoretisch sogar vorbeilegen und wenn weiter hinten anschließen, aber hier bräuchte ich auf jeden Fall einen Anschlussblock hin. Hier kommt der Frontkraftheber hin, wie der Ganze verbaut ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich alles sehen, wenn er da ist. Ob dann auch die Motorhaube, die lässt sich ja bei mir aufklappen. Ob das dann noch so hinhaut, das muss man dann alles sehen, das habe ich noch keine Ahnung leider. Dann habe ich gesehen, gibt es an den Steuergeräten die Buchse und den Stecker. Mir ist jetzt aufgefallen, für viele, die einen Frontlader schon dort hier verbaut haben, sind hier teilweise die Stecker verbaut, die direkt aus dem Steuergerät raus sind. Hat das irgendwelche Vorteile, wenn man dann Stecker drauf baut? Also ich kenne es jetzt so, dass man eigentlich eine Buchse hier drauf steckt. Aber für die Buchse braucht man ja, weil das ja so eine Schnellkupplungsbuchse ist, ja, ich weiß nicht, zur Platte, wie halt hinten verbaut ist, dass ich es halt reinstecken kann in den Schlauch und auch wieder abziehen kann. Hätte es dann jetzt irgendwelche Vorteile, wenn ich das auch so mache hier? Schreibt es mir doch mal bitte. Ja, die Heckenschere, die dürft ihr ja mittlerweile schon kennen, habe ich ja in diversen Videos schon gezeigt. Einmal mit dem IHC, als ich ihn noch gehabt habe, und jetzt ein Massey Ferguson. Das hier ist das jetzige Steuergerät. Ewig schwer. 30, 40 Kilo wird das hier Teil schon haben, mit den ganzen Leitungen dran. Wir haben ja hier den Motor zum Einschalten, rastend, und eben die 3 doppelwirkenden Schalter. Ja, wenn ich das Ganze vorne anbaue, hat es einfach ein paar Vorteile für mich, als wenn es hinten dran ist, die Heckenschere. Hinten dran ist es einfach so, wenn ich jetzt von der Hecke weiter weg möchte, vom Schneiden her, und fahre nach links, beziehungsweise lenke halt nach links, dann schert das Heck richtig in die Hecke rein und ich habe eine tiefe Furche drin. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Vorne habe ich einfach den Vorteil, ich sehe es auch besser. Also ich sehe die Sicht nach vorne, ich kann direkt nach vorne schauen, ich sehe, was passiert und wie ich schneide. Bei dem anderen habe ich immer einen Blick nach hinten und muss schauen, was hinten passiert. Und gleichzeitig muss ich aber immer nach vorne schauen, wo ich hinfahre. Also ist für mich eigentlich vorteilhafter, die nach vorne zu bauen und deswegen eben der Frontkraftheber. Ich möchte mal hier auch ein Dreieck, also diese Schlepperdreiecke hinbauen. Einmal natürlich am Frontkraftheber selber und hier das passende Gegenstück hin.
glaube, die werden angeschweißt, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wisst ihr es hier, ich meine, dass die dann hier irgendwie angeschweißt werden. Ich werde das auf der Seite natürlich anbauen müssen, auf der anderen Seite geht es natürlich nicht. Ich behalte mir das vor, dass ich es gleichzeitig immer noch an der hinten betreiben könnte, wenn es wäre. Ja, ein bisschen eine Herausforderung wird das Ganze schon. Wird aber sicher spannend. Und ja, schauen wir einfach mal. Es wird sicher ein schönes Projekt. Ja, bevor jetzt Fragen kommen, warum hast du nicht einen kleinen Frontlader hingebaut, sondern einen Frontkraftheber? Ich brauche keinen Frontlader. Ich habe am Yanmar einen Frontlader. Der ist massig im Einsatz bei mir, der Yanmar mit Frontlader. Am Yanmar ist er gut, da benutze ich ihn oft. Am Massey Ferguson brauche ich daher jetzt nicht unbedingt einen. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, dann könnte er mehr heben und so weiter, ist schon klar, aber ich brauche auch mehr Platz. Ich möchte an Frontkraftheber genau zwei Dinge machen. Ich habe kein Mähwerk oder so für vorne, ich habe keine Zapfwelle für vorne. Ich möchte die Heckenschere vorne anbauen und das zweite ist, ich möchte einmal ein Gewicht hochheben können. Ja, ein Frontgewicht halt deswegen anbauen, weil ich ja hinten den Staplermast habe, den ich ja in mehreren Videos zusammengebaut habe. Funktioniert übrigens immer noch 1A, der Staplermast. Das einzigste Problem ist einfach, dass vorne zu wenig Gewicht am Traktor halt dran ist. Folgedessen brauche ich vorne ein Frontgewicht. Und was gibt es da Einfacheres? Einfach mal einen Frontkraftheber bauen, wo man das Gewicht schön anheben kann. Ja, also für mich ist das, ich habe auch lange überlegt, Frontlader, Frontkraftheber. Ich finde einfach Frontkraftheber für mich jetzt einfacher und für mich sinnvoller. Auch bleibt die Wendigkeit erhalten. Ich meine, und die Unterstellmöglichkeit. Ich habe halt auch bloß hier beengten Platz. Ich habe keine Riesenhalle, wo ich den Traktor unterstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Frontlader hätte, dann hätte ich wieder mehr Platz nach vorne benötigt. Müsste ich das Ganze wieder vergrößern. Frontkraftheber brauche ich das Ganze jetzt nicht. Größer bauen. Also ich kann es jetzt einfach so weiter nutzen, wie es bisher ist. Ja, ich hoffe, ihr könnt meine Gedankengänge ein bisschen nachvollziehen. Warum, wieso, weshalb. Bin auf eure Antworten gespannt, wie das, was ihr mir für Tipps gebt, Hinweise und so weiter. Schreibt es mal. Schreibt es wie verrückt. Ich lese alles. Ich bin euch dankbar. Wann es mit dem ganzen Projekt losgeht, kann ich leider jetzt noch nicht sagen. Ich warte jetzt eben noch auf den Frontkraftheber selber. Ich warte noch auf ein paar Stahlteile, die ich bestellt habe. Ja, dann lasst mir bitte ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn es neue Videos gibt, wenn es endlich losgeht damit. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.